bringen. Kann loslegen, ja? Liebe Genossinnen und Genossen, wer mich nicht kennt, ich bin Matthias Riedel, Mitglied des Landesvorstands und dort auch Ansprechpartner für euch in sozial-ökologischen Fragen. Bevor ich den Antrag Klima versus Kapitalismus für den Landesvorstand einbringe, will ich mich ausdrücklich bei der LAG Sozial-Ökologischer Umbau, ökologische Plattform in Hessen bedanken. Liebe Mitglieder der LAG, ohne euren Sachverstand und die vielen Stunden an Arbeit und Diskussionen wäre der Antrag, der heute dem Landesparteitag zur Beratung vorliegt, in seiner Tiefe nicht möglich gewesen. Vielen lieben Dank dafür. Liebe Genossinnen und Genossen, mittlerweile sollte jedem klar sein, der Klimawandel ist real, der menschgemachte CO2-Ausstoß ist verantwortlich und wenn wir nicht schnell handeln, wird er zur Klimakatastrophe. Und wir wissen, es sind die oberen 10% der Gesellschaft, die für über 90% des CO2-Ausstoßes verantwortlich sind. Es ist offensichtlich, der Kapitalismus und sein Irrglaube an ein ewiges Wachstum in einer stofflich begrenzten Welt geraten sichtbar an ihre Grenzen. Der Kapitalismus stellt heute angesichts der nicht mehr zu leugnenden Konsequenzen für unser Klima und somit für uns alle selbst die Systemfrage. Und wir, liebe Genossinnen und Genossen, machen mit dem Antrag heute deutlich, es kann deshalb keinen grünen Kapitalismus geben. Der Kapitalismus ist das Problem und kann damit nicht Teil der Lösung sein. Allein der motorisierte Individualverkehr ist für 30% des CO2-Ausstoßes verantwortlich. Für 30%. Da muss gehandelt werden. Um euch das Problem im Bereich des Verkehrs zu verdeutlichen. Ich bin vor kurzem zu meiner Familie aufs Land in die Fränkische Schweiz gefahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln. 4-mal musste ich umsteigen, 6 Stunden war ich unterwegs, um mich am Ende dann doch noch vom Regionalbahnhof mit dem Auto abholen lassen zu müssen. Mit dem Auto hätte ich die gleiche Strecke in weniger als 3 Stunden bewältigen können und das auch noch annähernd zum gleichen Preis, was mich das Bahnticket gekostet hat. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, da frage ich euch, welches Verkehrsmittel ist denn da derzeit attraktiver? Welches Verkehrsmittel wird denn da politisch gefördert und welches lässt man bewusst am ausgestreckten Arm verhungern? Die Politik ist Folge von Lobbyismus und damit muss dringend Schluss sein. Aber wir wissen, liebe Genossinnen und Genossen, Jan hat es vorhin auch erwähnt, viele Lohnabhängige, insbesondere aus den ländlichen Räumen, die haben heute leider oft überhaupt keine Möglichkeit, ohne Auto zur Arbeit zu kommen. Sie sind nicht frei in ihrer Entscheidung, sondern sie sind durch die Politik im Bund und Land zum Autofahren regelrecht gezwungen. Diesen Menschen rufen wir zu, liebe Genossen. Wir wissen um euer Problem. Es ist uns als Linke eben nicht egal. Und wir haben auch eine Lösung. Wir sorgen dafür, dass ihr weiter mobil bleibt, auch ohne eigenes Auto, um zur Arbeitsstelle zu kommen, um den Wocheneinkauf erledigen zu können oder um eure Kinder zum Sportverein bringen zu können in der Nachbarortschaft. Und genau deshalb, liebe Genossinnen und Genossen, brauchen wir eine Verkehrswende. Eine Wende weg vom Auto, hin zu einem vielschichtigen Nah- und Fernverkehr, hin bis zur letzten, viel zitierten letzten Milchkanne in den ländlichen Räumen. Deshalb werden wir die so dringend erforderliche Verkehrswende auch nicht mit den Automobilkonzernen umsetzen können, sondern nur gegen sie. Denn Kern des Geschäftsmodells dieser Konzerne ist und bleibt es leider, einem jeden und einer jeden am besten 2 Autos verkaufen zu können. Klar ist auch, liebe Genossinnen und Genossen, mit einer Verkehrswende allein ist noch nichts gewonnen. Wir müssen auch in anderen Sektoren schleunigst handeln. Und ganz oben auf der Liste, das wissen wir, glaube ich, alle, stehen die Energiekonzerne. Die Energiewirtschaft ist für ganze 40% des CO2-Ausstoßes verantwortlich. Da sagen wir, wir müssen deshalb raus aus der Braunkohle, raus aus dieser schmutzigen Energieerzeugung und rein in die Erneuerbaren. Aber wir wissen auch, die viel zu halbherzige Energiewende wird heute einseitig von denen getragen, die sowieso schon wenig haben. Von denen,
die in schlecht isolierten Wohnungen leben müssen, von denen, die eben nicht die finanziellen Mittel haben, um die Ölheizung im Keller einfach mal austauschen zu lassen. Es sind diese Menschen, die die derzeitige EEG-Umlage am härtesten spüren. Es sind diese Menschen, die eben nicht zu diesem erlauchten Kreis der mittlerweile 2200 energieintensiven Konzerne gehören, die von der EEG-Umlage befreit sind. Liebe Genossinnen und Genossen, es sind wir, die Linke, die diesen Menschen zuruft. Wir wissen um eure Sorgen. Wir wissen, dass diese einseitige Belastung der Endverbraucher zutiefst ungerecht ist. Und weil wir auch wissen, dass es vor allem die Stromriesen sind, die bei der Energiewende die großen Bremser sind, gerade weil sie eben mit ihrer Umweltverschmutzung auch noch kräftig Profite machen. Deswegen sagen wir ohne Wenn und Aber, Stromerzeugung als Grundbedürfnis aller darf nicht weiter den destruktiven Kräften des enthemmten Marktes überlassen werden. Wir überführen die Stromerzeugung in dezentrales öffentliches Eigentum, das das Gemeinwohl aller und auch die Natur im Blick hat und nicht den Profit einiger weniger Aktionäre. Aber auch in der Landwirtschaft, liebe Genossen, braucht es eine Wende. Denn die Landwirtschaft ist lange nicht mehr das, was uns Werbebilder von glücklichen Kühen auf der Weide vor dem familiengeführten Bauernhof verkaufen wollen. Die Landwirtschaft heute ist Big Business, industrialisierte Intensivlandwirtschaft. Sie ist in der Form nicht nur für 8% des Treibhausgasausstoßes verantwortlich, sondern sie vernichtet auch durch Monokulturen die biologische Vielfalt und ist durch Massentierhaltung für Tierleid verantwortlich. Die Industrie in der Landwirtschaft transportiert Lebensmittel quer um die Welt, lässt Krabben in der Nordsee fangen, nur um sie in Marokko poolen zu können, nur damit sie am Ende in Bremerhaven für 5 Cent billiger im Supermarkt verkaufen kann. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, das ist doch der blanke Wahnsinn. Und auch damit muss Schluss sein. Was wir brauchen, ist nicht die Internationalisierung der Landwirtschaft. Wir brauchen die Regionalisierung der Landwirtschaft, eine regionale, kleinteilige Landwirtschaft, die Transportwege verkürzt, die dadurch nachhaltig und auch ökologisch wirtschaften kann. Liebe Genossinnen und Genossen, ich komme zum Schluss. Ich freue mich über die vielen Änderungs- und Ergänzungsanträge, die zum Antrag des Landesvorstandes vorliegen. Denn das zeigt eins: Die Linke in Hessen hat begriffen, wie dringend nötig es ist, der Klimakatastrophe eine soziale und vor allem auch gerechte Klimapolitik entgegenzustellen. Der Landesverband diskutiert heute und hier gemeinsam, laut und mit vielen Stimmen. In diesem Sinne auf eine gute Antragsberatung. Danke, Matze.